wo ich geh und steh, tut mir mein Herz so weh, wenn ich den Erzherzog Johann Jodler höre. Und die Todeskrall, die hatte einen Todesfall. Ah ja, Heinling. Etwas modifiziert. Komme ich hier durch? Nee, natürlich nicht. Verflucht. Ja gut, dann müssen wir einmal um die Ecke. Das ist jetzt auch nicht das große Ding. Irgendwas hier? Nö. Hier war es sicherlich mal sehr schön. Und Olney, also die Gegend Olney im Staat Washington, ist eine tatsächlich eine Gegend, die es gibt im Real, in der Realwelt. Ach, guck mal, was ich da habe. Das ist meine Blechdose. Und dann muss hier hinten irgendwo mein Clipboard sein. Das hole ich mir jetzt natürlich auch noch. Wo ist mein Clipboard? Fox, such mal mit. Ich habe hier irgendwo ein Clipboard verloren. Da! In der Nähe der Todeskralle. Olney ist tatsächlich eine real existierende Gegend und es ist eine der reichsten Gegenden im Staate Washington oder so. Also da in der Gegend. Es heißt nicht Old Olney, sondern Olney. Und dieser Nachbarschaft ist halt Old Olney nachempfunden. So, mach mal Licht an, Digga. Das war jetzt Caps Lock statt Tab. Na toll. Und hier unten war doch vorhin noch was. Das ist eine Tür. Ja, genau. Da kann man nämlich hier aus dem Raum hier raus, wo es so schrecklich britzelt. Guck mal, hier kommt voll die Puppe aus dem Boden. Digga, geh mal aus dem Weg. So, nö, also in den Raum da gehe ich jetzt nicht. Das ist mir da zu laut und zu elektrisiert. Macht mir Sorgen. Das kann ich gut nachvollziehen. Oh, der Zwerg hatte eine Zigarette, die will ich haben. Gib her. Oh, und noch ein... Da, guck mal. Spielzeugauto und eine Zigarette. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Da noch ein paar Mentats und eine Amateurfunkbox, die wir jetzt nicht anfassen. Jetzt gucken wir uns mal das ganze Ding hier. Ich denke mal, hier irgendwo kann man eine Alien-Energiezelle und eine Impulsmine natürlich hier mit Impulsmine neben der offenen Flamme. Ich glaube, es hakt. Die Leute, die wissen einfach überhaupt. Ein Ophthalmoskop. Weißt du noch, Kevin, da haben wir neulich gerade drüber geredet. Noch eine Alien-Energiezelle. Also die scheinen hier tatsächlich schon ein bisschen weiter gewesen zu sein mit der Technik, die Jungs, ne? Oder Mädels, die hier gearbeitet haben. Aber hier, ne, eine Mine, eine Impulsmine genau neben dem offenen Feuer. Ich bin mir sicher, das ist eine gute Idee. So, da ist ein funktionierender Computer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Ding ist, wo wir mal anfassen. Geht ja leider nicht, zum Glück. Noch ein Clipboard. Ah, hier, das ist der einzige Computer. Ein Bleistift. Das ist der einzige Computer, der hier geht. Aktivieren Fernzugriffsforschungsterminal. Verschlossen schwer. Okay, das dürfen wir hinkriegen. Fernzugriffsforschungsterminal. Das ist mal so Kreuzschlitzschraubenzieher. Eigentlich heißt es ja Schraubendreher. Also mein Werklehrer wäre ausgerastet. Dateischutzbesitzer über. Warte, das will ich noch mal sehen. Ich will den Login noch mal sehen. Nee, mein Werklehrer hätte mir, glaube ich, eine um die Ohren gehauen, wenn ich jemals das Wort Schraubenzieher verwandt hätte, weil er hat das immer mit den Bezeichnungen sehr genau genommen und er hätte gesagt, es heißt Schraubendreher, du dummer Junge. So, also Terminal Stall Abfrage. Dateischutzbesitzer über Konten F, bla bla bla. Anhalt, Neustart, Wart. Jetzt lalalala. Ach so, das ist ein BIOS. Robco. Okay, also Brainwaves. Schade. Retaliated. Nur nicht gut. Brainwaves hatte zwei. Everywhere? Nö. Treatment? Aha. Dann doch. Sperrung droht. Womit droht sie denn? So, Kennwort eingeben. Mach schon. Old Only Kraftwerk. Eine Abteilung von PPE. Maschinennotaus aktivieren.
System wird heruntergefahren. Es hat gerade gemacht. Also ich denke mal, damit hätten wir die gefährliche... Hier pupt es aus dem Boden. Beendet. Da siehst du, guck mal da. Ne? Ich mache trotzdem nochmal einen Schnellspeicherstand, falls das Ding noch ein bisschen Restladung hat. Wir haben eine Tesla-Spule hinzugefügt. Aber meine Lieben, das wird mich nicht davon abhalten, hier noch ein bisschen mich umzusehen. Es tut mir so schrecklich leid gar nicht, dass ich hier dann noch die eine oder andere Blechdose mitnehmen möchte. Aha, aha. Guck mal. Das hätte ich mir nicht verziehen. Na gut, also ich musste mir schon so oft verzeihen, dass ich später in der Aufnahme noch gesehen habe, Alter, da lag doch das. Ich glaube, ich habe auch noch irgendwo zwei Nuka-Cola Quantums vergessen. Vorsichtig! Von denen ich inzwischen auch schon wieder vergessen habe, wo sie waren. Gehst mal aus dem Weg, du. Ja, guck mal da, ein Jet. Ich wollte gerade sagen, Stimpack. La la la. Blank, blank, blank. Habe ich das vorhin weggeschmissen? Hier, Fox, nimm das. Das ist so schade. Ich weiß nicht, welches Bethesda-Spiel war das nochmal, wo man tatsächlich... War das Skyrim? Konnte man in Skyrim den Leuten Körbe und so weiter auf den Kopf setzen? Ich glaube, da war was. Ja, ja. Da hatte ich ja neulich gerade mit dem... Habe ich ja neulich gerade dem Horsty in den Kommentaren erklärt. Game-breaking Bugs, ne? Also sowas, wie ich in Gothic neulich gerade hatte. Dass ich beinahe im Spiel nicht weitergekommen wäre, weil da diese Sache mit dem Troll war, ne? Die Trollverkleinerungsschriftrolle, die man nicht mehr auftreiben konnte. Und die beinahe dazu geführt hätte... Ich will das haben! Die beinahe dazu geführt hätte, dass ich das Spiel nicht hätte weiterspielen können, wenn es keine Konsole gegeben hätte. Sowas Fieses gab es auch in Skyrim. Ich kann mich noch gut dran erinnern. Ich war fast mit dem Spiel durch und dann war am Ende da auf einmal eine Dame, die man töten sollte. Und die stand ganz einfach immer wieder auf. Und deswegen konnte ich bei, ich würde sagen, 95% das Spiel nicht weiterspielen. Konnte es also nicht beenden. Ihr könnt mir mal glauben, ich war stinkesauer. Ich hatte damals Skyrim tatsächlich als eines der Spiele. Ihr wisst ja, normalerweise kaufe ich Spiele nicht neu, ne? Ich warte normalerweise eine gute Zeit, dann sind sie im Discount und dann, dann hole ich mir die Dinger. Ich kaufe eigentlich selten ein neues Spiel. Und Skyrim hatte ich mir, weil ich Morrowind und Oblivion bereits gespielt hatte, hatte ich mir Skyrim nagel fucking neu gekauft zu dem Zeitpunkt, als es rauskam. Und ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie erfreut ich war, als ausgerechnet dieses Spiel dann nicht zu Ende zu spielen war und es für fucking Jahre keinen Patch gab. Ich weiß nicht, ob es ihn heute gibt. Keine Ahnung. Würde mich wundern, wenn sie das gepatcht hätten. Aktivieren Sender. Dieser Gegenstand wird von einem anderen Ort aus aktiviert. Was soll denn der Quatsch? Hast du hier irgendwo Aktivierungssender-Ding gesehen? Ach so, das war hier. Hier waren ja die... Hier war der mit den Pilzen im Bauch. Nö, also ich glaube mal... Hier kommt auch Puppe aus dem Boden. Ich finde das so ekelhaft. Haben wir hier noch irgendwas? Hier noch irgendwas? Nee, ach so, das war ja das Kabäuschen, genau. Alles klar, meine Guten. Dann, ich glaube mal, wir sind durch hier. Es würde mir im Herzen, das ich tatsächlich habe, wehtun, wenn ich sehen würde, dass ich hier etwas übersehen habe. Ach, hier kommen wir... Nein, hier kommen wir nicht weiter. Wir müssen wieder zurück. Ich möchte jetzt hier raus und die Tesla-Spule abgeben. Die Tesla-Spule. Das besonnene Herz muss immer obsiegen. Warum muss es das? Gibt es da einen besonderen Grund für? Oder ist das einfach nur wieder so eine dumme Quatscherei von dir? So, wie war hier?
Das britzelt immer noch, obwohl ich den ganzen Laden abgeschaltet habe. Was ist hier los? So. Ja. Die Rechnerphalanx hier, die hätte ich ja auch mal gerne. So, hier war es. Hier hinten konnte man dann raus. Dann wollen wir doch mal diese Queste beenden. Jo. Gar keine Autospawn-Todeskrallen. Wisst ihr noch? Hier hinten die Vault hat... ach so, ja, das war die... Ich erinnere mich. Schaut doch einfach selber in die Playlist, wann die Vault 92 dran war. Nee, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. War das Gary? Wir haben alle Vaults, haben wir durch. Das weiß ich. So. Den Custom Marker. Den würde ich gerne entfernen schon mal. Und wir müssen natürlich zur zitternden Zitadelle. Eigentlich könnten wir da jetzt auch schon mal die Kameras und den ganzen Quatsch hinbringen, aber ich habe jetzt keinen Bock schon wieder nach warum sage ich heute so komische Sachen wie Mogaton? Diese verkrusteten Stirnhöhlen scheinen echt irgendwie so ein ganz klein wenig die Denke zu beeinflussen. Genau. Tja, da sind wir dann mal wieder in der Zitadelle. Ich mache mal kurz einen Speicherstand, falls es jetzt abstürzt. Hier sollte man auf der Hut sein. Wieso? Wir sind hier bei den Freunden von der Bruderschaft. Was für ein Problem hast du mit denen? Seien Sie gegrüßt. Du auch? Gibt es irgendeinen besonderen Grund, dass du mich jetzt grüßt? Ich will mal kurz gucken. Hier war doch irgendwo der andere Eingang, wo man direkt runter konnte ins Laboratorium. War das hier? Ja, genau. Man lernt ja mit der Zeit, ne? Genauso wie die Fahne oben, das ist da, wo der Ausgang ist. Da muss man nicht lange gucken, wo es rausgeht. Ja. Hui. Seien Sie gegrüßt. Die Bruderschaft steht zu Ihren Diensten. Falls es etwas gibt, womit ich... Irgendwelche Kommentare zur Enklave? Ich gebe zu, ich bewundere Ihren Einfallsreichtum. Wenn wir nicht bald eine Strategie gegen diese neue Waffe finden, besteht für unseren Feldzug nur noch wenig Hoffnung. Ich habe das schon erledigt, Kollege. Wäre es möglich, meine Ausrüstung zu überholen? Aber sicher. Ja, mach mal hier. Mach mal hier. So, leider kann ich ihm nichts verkaufen. Er hat mir jetzt nur meine Ocken abgenommen. Muss jetzt los, Digga. So, und er hier, Gelehrter der Bruderschaft. Okay, alles klar. Gibt es auch einen Gefüllten der Bruderschaft? Die Bruderschaft steht zu ihren Diensten. Ja, Ritter der Bruderschaft. Wo sind die Vögel jetzt, zu denen ich muss? Warte mal, das kann man doch alles über die Minikarte rausfinden hier. Lokale Karte. Ja, einmal um den ganzen Laden rundherum. Wollen wir Fox mal hier lassen und mal wieder die Dame mitnehmen? Da war doch was. Willkommen. Achso, du bist das. Alles klar. Du bist das namenloser Gelehrter der Bruderschaft. Warte mal, wo wir schon mal hier sind, ne? Captain Dugard. Die Bruderschaft. Was darf's denn sein? Das kommt drauf an. Können Sie meine Sachen reparieren? Nö, sie ist auch nicht besser als der andere. Okay, alles klar. Kann ich das Angebot mal sehen? Ja. Gib mir ab mal, du hast hier sicherlich Dinge. Hier, Stimmparks, gib her. So, das Altmetall. Tut mir leid, Kevin. Ich weiß. Na? Ja, meine Loyalität zum alten Schalterverwalter, na, ist nicht besonders groß. Nicht so groß wie mein Herz. Holzmine, ich red mal da einen Scheiß daher. So, Knochensäge, bla 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 bla. Muss aufpassen, dass ich sie nicht überfordere, aber die hat eine Menge Ocken. Sehe ich gerade so. Das sollte man demnächst mal nutzen. 507, nicht schlecht. So. Wenn ich so werden wir dann auch gleich mal den Müll hier los und dann... Was Spielzeugautos haben wir auch genug. Ich will nicht alles mitnehmen.
Ein unversehrter Gartenzwerg. Frag mich immer noch, was den von einem anderen Gartenzwerg unterscheidet, außer dass er unversehrt ist. Hier, nimm mal eine Zigarette, Digi. So, das war jetzt nicht besonders viel Handelstätigkeit, aber... Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch etwas... Nein. Ich guck noch mal kurz, der Foxy... Liegt Ihnen... Hab ich den wirklich ausgeräumt? Aber gerne doch. Ja, ich habe ihn ausgeräumt. Das heißt... Und wenn ich jetzt nicht ganz blöd bin und den Weg finde zu der Dame, dann kann ich sie auch mit auf die Reise nehmen. Kann man... Irgendwas ist doch hier falsch. Die Bruderschaft steht zu ihren Diensten. Ja, das finde ich gut. Super, dass ihr das tut. Hör mal. Moment. Hier sollen... Seien Sie gegrüßt. Ach so, das ist wahrscheinlich oben. Wahrscheinlich ist der Vogel oben, den ich suche. Ja, und ich bin hier ganz umsonst. Obwohl, dann haben wir ja wenigstens mal... den Quatsch weggebracht, das bisschen, was wir hatten. Halala. Einfach nur als Versprechen an die große Zukunft, denn hier gibt es noch jede Menge zu looten. Das sei du auch gegrüßt und ich werde mir das Loot schon holen, was hier noch ist. Ihr glaubt doch wohl nicht, dass hier irgendwas bleibt. Und nein, ich mache das nicht, um irgendwen zu ärgern. Warte mal. Zitadelle Aring. Also Aring finde ich immer noch sehr, 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 sehr bedenklich. Guck mal, da ist Aquacura. Nicht zu verwechseln mit dem wunderbaren Aquapura. Ja. So. Der Aring. Auch bekannt als Schließmuskel. Um es mal auf den Punkt zu bringen. So. Tristan, bist du das, mit dem ich rede? Sie haben eine Tesla-Spule gefunden? Ausgezeichnet. Ich werde dafür sorgen, dass die sofort an die Gelehrten weitergegeben wird. Sie haben gute Arbeit geleistet, Soldat. Sind Sie für Ihren nächsten Auftrag bereit? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, mein Mann mit dem grünen Penis auf dem Rücken. Ich bin bereit. Ich bin bereit, was steht an? Ich brauche eine Pause und ohne... Immer. Aus den Daten, die Sie uns aus der Relaisstation gebracht haben, haben wir ermittelt, von wo aus die Enklave ihre Operationen koordiniert. Na, anscheinend hat sie eine zweite Operationszentrale in der Adams Air Force Basis knapp außerhalb von DC. Der einzige sichere Weg dorthin verläuft durch die Tunnels der präsidentialen Metro. Die wurde vor dem Krieg von der Regierung benutzt. Vorläufig werden sie wieder alleine arbeiten. Der Rest der Bruderschaft wird ein Ablenkungsmanöver starten, sodass sie unbemerkt eindringen können. Nachdem sie in die präsidentiale Metro eingedrungen und in die Adams Air Force Basis gelangt sind, suchen sie den Nachschubcontainer. Darin finden sie neue Befehle. Hoffentlich können wir sie auch mit einer funktionierenden Tesla-Kanone ausstatten. Tesla-Kanone? Eine Tesla-Kanone. Aufgabe erfüllt, Schreckfaktor. Und, neue Aufgabe? Na, Sach! Aufgabe hinzugefügt, wer wagt, gewinnt. Und wer wiegt, gewagt. Was? So. Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste. Du erinnerst mich gerade an etwas, das ich vielleicht tun wollte. Willkommen. Wohin? Warte mal. Hier war doch irgendwo ein Gang nach unten. Und ich will mal schauen, ob ich sie wiederfinde. Denn das Vögelchen macht mir langsam hier irgendwie so ein bisschen Geröner. Und die war, glaube ich, hier oben irgendwo. Alter, meine Stimme zerfällt. Wer bist du? Ach so. Quartyard? Moment mal. Hier war doch irgendwo ein Eingang. Boah, jetzt juckt die Nase von außen und von innen. Hier oben. Irgendwo. Sei doch mal ruhig. Ich suche hier gerade wen. Du das? Ja, sie ist es! Meine große Krabbe! Ich hatte so ein Gefühl, dass sie zurückkommen würden. Brauchen Sie weitere Unterstützung? Große Krabbe, kommst du mit? Ich würde wirklich gerne mitkommen, aber solange sie mit jemandem hat. Okay, pass mal. Ich muss jetzt mal los, Digga. Das habe ich ganz vergessen.
Fox, gehe ich dir noch ins Bein schieße. Liegt Ihnen irgend... Verpiss dich. Wirklich? Ja, ich bin mir da sehr sicher. Ich bin enttäuscht, aber nicht überrascht. Wenn Sie sich anders entscheiden, ich arbeite im Museum der amerikanischen Geschichte. In der Innenstadt. Ja, das ist gut. Warum spricht Forks eigentlich immer so wie ich, wenn ich auf Klo sitze? Schön, Sie gesund zu sehen. Ja, das... Ja. Es ist meine Pflicht, Hilfe zu leisten, wie ich es versprochen habe. Ich werde Ihnen folgen und Sie beschützen. Du blinkst so schön, Crossi. Du blinkst so schön. Und weißt du was? Das Aquacura. Das nehmen wir mal mit. Ja, gleich schon mal... Komm mit, Crossi. Komm. Wir gehen jetzt mal die präsidentiale Metro aufsuchen. Und ich glaube, jetzt muss ich etwas finden, was schon seit einiger Zeit mir mein süßes kleines Köpfchen zersprengt. Nämlich den Zugang zum Weißen Haus. Aber ehe ich das mache, mache ich mal den Kasten hier zu. Schau mir meine schön blinkende Crossi an. Du hast schöne Augen, schöne leuchtende Augen. Du blinkst so wunderschön wie ein Weihnachtsbaum. Ich sage einfach mal, ciao mit B, wie blinkende große Krabbe. Und das nächste Mal gehen wir dann wahrscheinlich ins Weiße Haus, ne? Weil, oh, das muss ich euch noch erzählen. Also, als ich nämlich das letzte Mal rumeierte und versuchte, den Zugang zum Weißen Haus zu finden, ihr wisst noch, ne? Der einzige Platz auf der Karte, den wir noch nicht erkundet haben. Da sagte mir doch tatsächlich jemand von meinen Spoilervögelchen, halt dein Schnauze. Ohne Addon fehlt. Na? Und ja, ich glaube, jetzt können wir endlich diesen letzten Marker aufklären. Womit du süß? Ciao. Mit B wie blinkende, krosse Krabbe.